inzwischen sogar Teekocher, wo man die Temperatur automatisch einstellen kann. Hier zum Beispiel auf 70, 80 oder 90 Grad oder einfach heißes Wasser. Wir haben hier 80 Grad eingestellt, weil wir uns als nächstes einen grünen Tee machen. So, bei mir geht es heute um Tee, weil ich ein totaler Tee-Fan bin. Selber so stark, dass ich sogar meine eigene Teelinie entwickelt habe. Und dabei sind wir Österreicher wahrlich keine Teetrinker. Wir bringen es gerade mal auf 22 Liter pro Jahr. Und die Ostfriesen, die absoluten Spitzenreiter, die trinken 290 Liter Tee im Jahr. Aber immerhin, der Trend ist steigend. Wir werden immer mehr zum Teetrinkerland. Dabei sind die meisten Teesorten, die wir trinken, nämlich der Früchtetee oder der Kräutertee, die zählen gar nicht wirklich zu den Tees, sondern nur zu den teeähnlichen Getränken, genauso wie der Rooibos-Tee. Aber wir bleiben gleich beim richtigen Tee und ich habe euch schon mal hier einen grünen Tee mitgebracht. Schauen Sie einfach mal her. So, der grüne Tee ist ja so ein als Fettburner bekannt und mit hoher antioxidativen Wirkung. Und der grüne Tee wirkt aufputschend. Der hat sehr viel das Teein, enthält das Teein. Und es wirkt ähnlich wie das Koffein, nur nicht so schubartig, sondern einfach ein bisschen smoother, ein bisschen sanfter. Also ich bleibe länger fit. Trotzdem, ich sollte einen grünen Tee am Vormittag trinken, mittags und abends dann eigentlich nicht mehr. Jetzt die Frage, wie gieße ich den am besten auf? Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist ein Teesieb. Ich habe ja schon mal einen grünen Tee da reingegeben. Das geben wir jetzt einmal in dieses Kännchen hier. Und die Frage der Wassertemperatur. Ideale Temperatur ist 80 Grad. Aber es ist nicht ganz so schlimm, wenn es ein bisschen heißer ist. Viel, viel wichtiger ist beim grünen Tee die Ziehzeit. Die sollte nämlich maximal 1 bis 2 Minuten brauchen. So. Derweil der zieht, schauen wir uns andere Teesorten an. Was habe ich euch mitgebracht? Hier zum Beispiel nennt sich Buddha's Inspiration bei uns. Das ist zum Beispiel ein Kräutertee mit etwas Früchten dazu. Und Kräuterfrüchtetees, die sollte man sogar ein bisschen heißer aufgießen, weil in den Früchten auch manchmal noch Keime versteckt sind und die müssen einfach abgetötet werden durchs heiße Wasser. Eine zweite Möglichkeit, die ich selber total gern mag, das ist eine sogenannte French Press. Ja, das ist mein persönlicher Favorit, sondern habe ich auch zu Hause in verschiedenen Größen. Da kommt dann der Tee einfach rein. Ich gieße den auf. Wir haben in Österreich ein sehr hartes Wasser. Je weicher das Wasser ist beim Tee, desto besser ist es auch. Und wenn ich mir nicht so ganz sicher bin, dann sollte ich einfach einen Wasserfilter verwenden. So, den lassen wir jetzt auch ein bisschen länger ziehen und schauen uns in der Zwischenzeit mal, seht ihr mal, hier gibt es zum Beispiel Tees, die haben richtige Pfefferkörner drin und Fenchelsamen und Zimtstücke, also ein Chai-Tee, also der wirkt zum Beispiel richtig schön wärmend. Kräutertee haben wir natürlich auch dabei. Bei den Kräutertees ist es wichtig zu wissen, Kräutertees sind in der Regel Heiltees. Und Heiltees sollte ich immer nur zu einem bestimmten Zweck und über eine bestimmte Zeit verwenden. Ja, also 2, 3 Wochen und dann mal wieder wechseln, sonst gewöhnt sich der Körper einfach an diese Wirkung. Der hier heißt Body Balance. Ah, und der ist so richtig schön, ja, der lässt uns richtig schön runterkommen. Also der ideale Tee für abends. Und für abends ist auch der Rooibos-Tee voll gut geeignet. So, jetzt haben wir dann unser Rooibos-Tee. Das ist aus der afrikanischen, ja, aus dem Rooibos-Baum. Und der Rooibos-Tee, der ist besonders gut verträglich. Das heißt, der ist für Kinder auch gut geeignet oder für Kinder, die Magenprobleme haben. Und aus dem Rooibos-Tee werden wir danach auch gleich unser Eistee-Rezept machen. So, wir schauen mal nach, was unser grüner Tee macht. Genau, wir lassen den jetzt auch schon mal so und können den schon servieren. Länger sollte er nicht ziehen. Lass uns mal testen. Viele glauben ja auch übrigens, dass der schwarze Tee und der grüne Tee total was anderes ist. Und in Wirklichkeit ist es eigentlich dieselbe Teegattung, dieselbe Pflanzengattung, nur der schwarze Tee, der wird fermentiert und der grüne Tee eben nicht. Und das ist der einzige Unterschied. Und vielleicht kennt ihr noch den weißen Tee, der wird nur anfermentiert. Es gibt wirklich bei den Tees eine Wunderwelt zu entdecken. Jeder zu seiner Tageszeit, jeder nach Lust und Laune. Probiert es einfach aus. Es macht richtig Spaß, zum Teetrinker zu werden.